unser letztes Video war ja noch nicht ganz beendet eigentlich, denn wir haben ja gesagt, dass wir vielleicht oder wahrscheinlich unseren Ausflug nach Komodo machen werden und auch noch Strände und so. Die Strände haben wir ja noch geschafft im letzten Video und wir starten dieses Video jetzt, indem wir ankündigen, dass wir jetzt auf Flores sind und somit auch der Rest funktioniert. Zahlung hat funktioniert, Flugbuchung, Hotelbuchung. Ja, war dann an sich zeitlich eine enge Nummer, aber an dem Nachmittag haben wir noch alles geschafft. Ja, es ging schon bis zum Abend. Ja. Also es war dann schon 7:30 oder so, bis dann wirklich alles geklärt war. Haare essen. Und wir sind dann noch Pizza essen gegangen zur Feier des Tages. Ja, und heute in der Früh, also heute ist der nächste Tag, 21. Dezember, sind wir dann zum Flughafen aufgebrochen. Ja, und jetzt stehen wir auf Flores auf der Dachterrasse unseres Hotels. Wie heißt der Ort? Lambuan Bayo. Genau, da sind wir jetzt. Das sieht man auch hier, schön mit einem Blick aufs Meer. Das ist auch der Ausgangspunkt von der Komodo-Tour, also hier soll man auch quasi wohnen. Und ja, jetzt haben wir morgen ja noch einen ganzen Tag. Den werden wir auch hier ein bisschen verbringen, den Ort mal anschauen und noch etwas ruhig angehen lassen. Und am 23. Vormittag geht dann die Tour los. Genau, also wir bleiben dann tatsächlich 2 Nächte auf dem Boot über Nacht. Wir sind schon echt gespannt, also ich weiß noch nicht so genau, wie ich mir das vorzustellen habe, aber es gibt dann auch, also wir haben ein Doppelzimmer gebucht auf dem Boot. Also es müsste auch ein größeres Boot sein, wenn man drauf schlafen kann. Ja. Ja, und was dann so passiert, das werden wir auf jeden Fall festhalten. Wird auf jeden Fall mal ein etwas anderes Weihnachten. Ja. Aber ich glaube, es ist jetzt ganz gut, dass wir den Plan so durchgezogen haben. Dann denken wir vielleicht ein bisschen weniger an daheim und wie Weihnachten so sonst ist. Und ist ja doch auch mal schön, das etwas anders zu gestalten. Und natürlich vermissen wir unsere Familien schon und natürlich alle, die daheim sind. Von daher schadet die Ablenkung nicht. Genau, und deswegen ist das eine gute Ablenkung. Wir haben auf dem Boot dann auch kein Internet höchstwahrscheinlich, also WLAN sowieso nicht und wahrscheinlich auch kein mobiles. Also wird das ein sehr ruhiges Weihnachten. Aber zum nächsten sind wir wieder da. Auf jeden Fall. Rettungsaktion. Ja! Ja, er kann fliegen! Ja. Flucht! Ja, jetzt ist es soweit. Heute ist der Tag, an dem es losgeht. Es ist jetzt 9:30 und um 9.40 Uhr bis 10 Uhr hat es geheißen, dass wir abgeholt werden. Ja, es ist jetzt so, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, es regnet in Strömen.
Ja, Wetter schaut nicht besonders prickelnd aus, auch für die kommenden Tage. Naja, aber das wird schon. Wir glauben da dran. Nach Machu Picchu bin ich mal leise. Erstmal abwarten. Ja, genau, das ist auch unser Zimmer. Also haben wir jetzt auch noch gar nicht gezeigt, weil es eigentlich nicht viel zu sehen gibt. Wir haben keine Bettdecke. Also haben mal wieder unsere Schlafsäcke vom Decathlon ausgepackt. Das hier ist dann das Bad. Gibt kein warmes Wasser übrigens. Aber naja, für den Preis kann man jetzt auch nichts sagen. Und die Besitzer sind so super freundlich und so nett. Und es gibt sogar auch ein kleines Frühstück, das gar nicht. An sich wäre es nicht dabei gewesen, ja, aber genau. Es gibt es trotzdem, das ist auch ziemlich cool. Und die Dachterrasse oben haben wir ja schon hergezeigt, also die ist ja echt mega cool. Ja, der Blick ist heftig. Ja, genau. Und wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass wir dann nach unserer Tour nochmal eine Nacht hier bleiben, weil eben das mit dem Flieger und so sonst nicht wirklich funktioniert hätte von den Zeiten her. Eigentlich muss man sozusagen dann nochmal eine Nacht bleiben und kann dann erst am nächsten Tag ausreisen aus Flores. Ja. Genau. Dann warten wir mal, bis wir abgeholt werden. Und dann schauen wir mal, was die Tage auf dem Boot so werden. Ja, mit dem Wetter ist halt jetzt etwas blöd vielleicht, aber wer weiß, wie es dann wird.